Holy shit. Dann buchte ich dich ein. Hör ich nur ganz leise. Das klang auf jeden Fall nicht gut. Thank you.
Sorry, wegen dir ist der Einsatz geheim. Nein, aber der Einzige, den ich geschnappt habe. Noch hast du mich nicht verhaftet. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ja, red einfach weiter, Storm. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Und das ist mein Rechtsanwalt, nicht mehr so sagen. Also, Nick? Es
Sergeant Carl Stoddard. Du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Mendoza, es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Er begann den Drogenkrieg. Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war. Bis auf seine, Sir. Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Passt schon. Hey Nick, ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Ich hab doch gewusst, du hast Dreck am Stecken und dann. Wirklich doch. Dankbar. Lass es! Kai. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau $33,000. Exakt die Summe, die Nels zuletzt überwiesen hat. Ja. Die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht! Ich war sicher, dass du bei uns einen Platz finden würdest. Aber du willst sicher für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. Was für miese Schweine.